Hallo zusammen, willkommen zum heutigen Basketball-Adventskalender-Türchen. Wir drehen heute eine Fortsetzung von dem Spaß mit Socken-Video. Dazu brauchen wir wieder Socken. Heute mal zwei Sockenpaare. Gut. Die Übungen, die wir heute machen, finden alle am Boden statt. Das heißt, Tom, setz dich mal hin. Gut, bei der ersten Übung heben wir unsere Füße an. Tom, heb deine Füße an und winkel sie auch etwas an. Anwinkeln? Genau, dann nehmen wir ein Sockenpaar und versuchen unter unseren Füßen die Socken hin und her zu werfen. Genau. Diese Übung geht auch auf die Bauchmuskeln, weshalb sie anstrengend ist. Sobald wir das ein paar Mal gemacht haben, können wir versuchen, die Socken in Achtern um unsere Füße, um unsere Beine herum zu bewegen. Tom, probier's. Dabei wirft Tom immer ein Stück und legt nicht einfach die Socken von einer Hand in die andere. Schon anstrengend? Gut, dann machen wir die nächste Übung. Hier, Tom, kannst du deine Füße einfach mal ablegen. Und kannst dich einfach mal auf den Rücken legen. Genau, wo ist dein zweites Sockenpaar? Sehr gut. Das legen wir aber trotzdem nochmal zur Seite. Probier jetzt einfach die Socken mit einer Hand hochzuwerfen, wie als würdest du im Basketball werfen. Das heißt, achte darauf, dass du schön deine Finger abknickst, während du wirfst. Das heißt, die Hand ist zuerst angewinkelt und dann streckst du sie nach oben. Wir sehen, dass die Socken sich in der Bewegung drehen. Das passiert dadurch, dass Tom seine Fingerspitzen anzieht, während er wirft, also die Hand abklappt. Dies ist eine Übung, wo man den Wurf relativ gut trainieren kann. Wenn man das geschafft hat, kann man natürlich auch das Ganze mit zwei Händen machen. Tom, nimm dir deinen zweiten Sockenknödel. Und man kann abwechselnd mit beiden Socken werfen. Das kann so ein paar Mal wiederholt werden. Gut. Das war's für heute. Wir wünschen euch noch einen schönen restlichen Adventtag. Alles Liebe, Tom und Lilly.